Die Melodie wartet sehnsüchtig auf uns hier bei Little Friends Dogs and Cats auf der Nintendo Switch. Aber zuerst lesen wir den Brief von unserem lieben Papa. Tägliches Training ist notwendig, um einen Wurfscheibenwettkampf zu gewinnen. Aber die allgemeine Gesundheit deines Hundes ist das Wichtigste. Kümmer dich gut um deinen Hund. In Liebe, Papa. Und der Papa hat uns dabei ein Katzenspielzeug geschenkt. Dankeschön, Papa. Und hier sehen wir es nochmal. Schwarz auf blau, dass da drin steht, wir sollen viel trainieren. Und deswegen werden wir heute nochmal mit der Melodie auf den Trainingsplatz gehen. Aber zuerst müssen wir unsere tägliche Pflicht nachkommen. Ich will nicht Arbeit sagen, Arbeit klingt immer so unsympathisch. Pflicht ist besser, denn hat man ein Haustier, hat man auch Pflichten. Und das soll jedem klar werden, egal wie klein oder wie groß das Haustier auch ist. Ihr habt euch verpflichtet, euch um dieses Tier zu sorgen. Das aber nur so als kleine Info am Rande, aber das wisst ihr mit Sicherheit sowieso. Denn ich gehe mal davon aus, dass meine Zuschauer alle sehr, sehr tierlieb sind und sehr verantwortungsbewusst. So, auf geht's. Avalon hat sein gesamtes Gesicht im Nassfutter. Melody ist satt und scheint zufrieden zu sein. Und Avalon ist wie halt eine Katze. Selten zufrieden, aber dafür satt. Und jetzt wird erstmal gebürstet. Allerdings habe ich mich vertan. Erstmal wird kalibriert. Und die Melodie will erstmal gestreichelt werden. Dann werden wir sie erstmal streicheln. Okay, jetzt können wir sie bürsten. Und dann, Melody, hast du dir unseren lieben Papa ja gehört heute. Wir müssen auf den Trainingsplatz, weil sobald du Level 35 erreicht hast, werden wir zum nächsten Wettkampf gehen. Ich wollte eigentlich schon bei Level 30 machen, aber wir haben beim Training ja gesehen, sie hatte eine Zeit lang nicht gut gefangen. Immer nur so grob 50% der geworfenen Scheiben. Letztes Mal war es besser. Da hat sie, glaube ich, sogar eine Quote von 100% gehabt. So, Melody ist komplett zufrieden. Das freut uns. Und Avalon, auch wenn du dich gerade am Putzen bist, ich muss dich mal bürsten. Tut mir ja leid. Aber so ist das eben. Gestern war ich, also Real Talk jetzt, mit meinen beiden Katzen beim Tierarzt. Dort habe ich die jährliche Untersuchung machen lassen, dann die jährliche Impfung, Entwurmung. Und da meine beiden Katzen schon über 7 sind, also sprich sie sind 8, mache ich jetzt auch noch eine extra Blutprobe. Lasse ich jetzt extra machen. Um vielleicht schon mal Auffälligkeiten an Nierenkrankheiten zu sehen. Jawohl, Avalon. Melody, du musst leider mit mir jetzt raus trainieren. Und dann werden wir gleich noch mit Avalon spielen. Der hat ja heute einen neuen Katzenstab bekommen. Und nachdem ich unsere beiden netten Kätzchen wieder zu Hause hatte, nein, nicht beenden, haben die mich eine Zeit lang auch nicht mehr angeguckt. Die sind immer so ein bisschen beleidigt danach. Kennt ihr das auch von euren Haustier, dass die, wenn die zum Tierarzt mussten und wieder nach Hause kommen, dass die erstmal beleidigt sind, so eine halbe Stunde oder so.
Aber am Abend war schon wieder alles vergessen. Da lagen sie schon wieder bei mir im Bett. Und haben sie es gut gehen gelassen. Man kann leider so ein Tier nicht erklären, dass das nicht böse gemeint ist, was man davor hat, sondern einfach notwendig ist. So, mal ein wenig loben. Ich muss ein bisschen aufpassen jetzt hier beim Schwung nehmen mit den Joy-Con. Ich habe rechts von mir meine Kaffeetasse stehen und daneben steht meine Switch. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich die Kaffeetasse umhaue und dann das alles auf meine Switch landet. So, es fehlt nicht mehr viel für Level 34. Wo ist denn mein Mädchen? Da ist sie. Sieben Meter. Irgendwie werfe ich heute ganz, ganz mies. So, wir haben ein Level Up, beziehungsweise die Melodie. Level 34. Somit ist nicht mehr weit zum nächsten Wettkampf. Weil egal wie gut oder wie schlecht die nächsten Trainingseinheiten werden, bei Level 35 will ich es mal versuchen. Meter. Ich glaube, ich werde gleich mal eine andere Wurfscheibe probieren, weil ich komme überhaupt nicht so an die 15 Meter heute dran. 10 Meter. Ich gucke mal eben nach einer anderen Wurfscheibe. Hatten wir die uns letztens geholt? Ich weiß es gar nicht. Kurze Reichweite, mittlerer. Ich nehme mal die hier. Das habe ich mir gerade erschrocken. Es ist mir gerade meine Katze auf den Schoß gesprungen. So, 14,04 Meter. So, Melodie. Ich versuche jetzt zu werfen, obwohl ich jetzt gerade eine Katze auf dem Schoß habe. Meter. Mal gucken, ob es jetzt neues Futter vielleicht gibt. Oder was anderes Neues. Weil oft beim Level Up gibt es ja was Neues im Shop. So, wir werden diesen jetzt hier noch werfen und dann gehen wir mal zurück und werden mal schauen, was das für ein Katzenstab ist, den wir heute bekommen haben von unserem lieben Papa. So, beenden. Jawohl, wir beenden das Ganze und kehren zurück nach Hause. Neue Produkte sind auf Lager und zwar im Modeladen. Okay, Avalon. Wir sind aber zuerst dran. Wir werden mal, nachdem wir kalibriert haben, schauen, wo der neue Katzenstab ist. Da ist er. Einfacher Katzenstab. 3 Sterne. Die anderen sind auch nur 1 Stern. Ein einfacher, gestreifter Katzenstab zum Spielen mit Katzen. Okay. Bist du bereit, mein guter Avalon?
Und ein Level Up haben wir erreicht. Das ist schön. So haben heute beide Lieblinge ein Level Up bekommen. Melodie, lass doch den Avalon in Ruhe. Na, kann ich ihn irgendwie animieren? Ich bin ja mal auf nächsten Monat gespannt. Ich habe mir ja schon so viele Spiele vorbestellt im Laufe des Jahres. Und die meisten kommen jetzt Ende vom Monat und nächsten Monat alle auf den Markt. Ich weiß gar nicht, wann ich die alle spielen soll. Das ist immer so mein Kernproblem. Ich habe so eine Zeit oder so eine Phase, da habe ich keine neuen Spiele. Hole ich mir vielleicht so ein paar Retro-Spiele oder so. Und alles, was mich so interessiert, was ich so vorbestelle, das kommt alles innerhalb von 8 Wochen raus. Das ist immer ziemlich ärgerlich. Ich weiß immer nie, wann ich das so spielen soll dann. Dann bleibt immer ein, zwei Spiele auf der Strecke. Und dann merke ich immer so nach einem Jahr, ach, die habe ich ja nie ausgepackt und gespielt. Deswegen alles, was ich so privat spiele, nehme ich ja auch nicht auf. Vielleicht mal hier und da mal eine Folge zum Zeigen. Aber das war's dann aber auch schon. So, wir lassen jetzt einmal ihn den Katzenstab hier treffen. Er soll ja auch mal ein Erfolgserlebnis haben. So, jetzt ist er glücklich. Das freut uns. Und wir gehen jetzt mal in den Shop rein. Und gucken mal, was es für neue Klamotten gibt. Und nebenbei werde ich mir einen Schluck von meinem Kaffee gönnen. Aber warum zeigt denn das denn neu an? So neu ist das doch gar nicht. Weil die Sachen, die hatten wir schon beim letzten Mal. Bin ich der Meinung. Genau wie die Röcke. Da müsste ich, glaube ich, auf jeden einzelnen mal draufklicken und wieder zurückgehen. Dann wird das neu verschwinden. Ein Rentiergeweih. Wie diesen Weihnachtsmannmütze, die haben wir uns ja geholt, weil wir ja wissen, bald ist wieder Weihnachten. Eine Clownsnase. Gibt es ein neues, schönes Halsband? Es gibt eine Krawatte. Sollen wir mal den Avalon eine Krawatte anziehen? Ich würde sagen, diese Türkise. Die ziehen wir den Avalon gleich mal an. So, wo ist der gute Avalon? Da ist er. Ja, mein Guter. Du brauchst dich gar nicht so wegducken. Wir werden dir jetzt eine Krawatte anziehen. So, mein Guter, zeig mal deine wunderschöne Krawatte. So, da steht sie. Oder da steht er. Und jetzt zeigt er uns eine schöne neue Krawatte. Jawohl, mein Guter, ich danke dir. Ich glaube, wir haben was Neues im Stempelbuch. Das gucken wir uns auch nochmal an. So, da ist was Neues. Reinige die Toilette 20 Mal. Haben wir mit Vergnügen gemacht. Oh, jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Hier haben wir nichts mehr Neues. Und da haben wir noch was Neues. Sammle insgesamt 300.000 Freundschaftspunkte. Das sind die zwei neuen Stempel, die wir bekommen haben. Das Ganze wird natürlich bei ihm ein bisschen besser zur Geltung kommen, wenn ich das Little Friends Oberteil ausziehen würde. Aber ich finde das so schön, wenn ich ehrlich bin. Deswegen müssen wir mit diesem Grafikfehler zurechtkommen.
So, und mit diesem Bild verabschiede ich mich heute. Bis zum nächsten Mal, euer MyGamingWorld81.